Hey Leute, was geht? Willkommen zu meiner Bad Wars Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir uns die neuen Lucky Blocks V3 Items angucken. Und was alles so neu ist und was wir damit anfangen können, würde ich sagen, zeige ich jetzt in diesem Video. Und wir machen es ganz einfach, denn wir werden nämlich mit der Community, das heißt, einmal kurz hier eine kleine Bad Wars Runde spielen. Wir gehen auf Lucky Blocks Squads und dann gehen wir auf die neue Map. Die ist hier unten, der ist Mystic. Und die wählen wir aus und würde sagen, wir gehen rein in die Runde. So, wir sind jetzt hier in der Runde gerade drin auf dieser neuen fantastischen Map, die sehr cool aussieht, in diesem richtig großen Turm, um zu sagen. Und ich werde euch zeigen, jetzt die neuen Items, die es hier gibt, in Lucky Blocks zu kriegen. Und wir werden erstmal die ersten Items reinholen, die wir schon kennen, aber die jetzt in Lucky Blocks drin sind. Das heißt, dass die eventuell ein bisschen abgeändert wurden. Zum Beispiel ist jetzt die mysteriöse Banana Peel eigentlich nach Bedros reingekommen. Das heißt, wenn ich hier kurz mal ein bisschen spamme, dann sehen wir auf jeden Fall, ja, die hat sich nicht geändert. Die Leute machen sich immer noch so richtig lustig hin. Und das ist auch richtig, richtig cool. Dazu gibt es jetzt auch die Zipline, die wurde jetzt auch wieder zurückgebracht, halt nur in Lucky Bedros. Das heißt, wir sehen auch hier, wir sterben auch und können auch wieder runterfallen. Das heißt, unsere tolle Zipline ist auch wieder dabei. Was auch noch zugekommen ist zu Bad Wars Lucky Blocks, ist der Hangglider, der auch, wie gesagt hat, auch wieder hinzugefügt wurde. Und wir sehen hier, weil ich Team Rot bin, haben wir jetzt einen roten Hangglider. Ich habe gerade gesehen, einer hier aus Team Grün, der hat einen grünen Hangglider. Das heißt, es wird auch jetzt eigentlich nach der Farbe angepasst. Das heißt, wenn wir nochmal hier einmal kurz einen Hangglider gebe, dann sehen wir, der ist so leicht, ja, blassrot. Und wenn ich dann hier spawne, dann sehen wir, der ist halt schon creature-rot gegenüber den Untern. Das kann man sehen, wie man halt ein bisschen auf den Hangglider meiner Hand halt achtet. Wie gesagt, das ist der Hangglider, kennen wir auch schon. Der ist auch nichts. Oh, das hat Banane. Nichts Neues. Wie gesagt, aber ich wollte es noch kurz mal erwähnen, die ganzen Items, die noch wieder dazugekommen sind, die wir schon eigentlich kennen. So, dann haben wir jetzt auch noch wieder was ganz Tolles, was eigentlich mal reingekommen ist. Wie gesagt, ist die Impulsgranate. Und ich meine, die wäre sogar noch extremer geworden als aus dem Commands-Video. Mal gucken. Oh ja! Also ich glaube schon, dass die jetzt wesentlich krasser geworden sind. Und wenn ich mal kurz diese spamme, dann sehen wir, boom, die fliegen alle weg. Und mit der Banana ist das, glaube ich, noch die beste Kombi, die wir so haben können. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall hier die Impulsgranate, die geht richtig auf jeden Fall ab. Wenn man da mehr von hat, auf jeden Fall, dann sehen wir auf jeden Fall, die auf jeden Fall löst hier echt viel, Impuls aus. Oh mein Gott, okay. Also anscheinend auch mich selber. Kann man jetzt eigentlich auch an Leute dran kleben? Mal kurz, mal kurz stehen, einer von euch. Dass ich, oh gut, das ist wieder weggeschleudert. Also anscheinend ist die Impulsgranate nur dann am Body kurz stecken geblieben und dann schwebt sie in der Luft. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, die hat einen wesentlichen höheren Blast-Radius. Auf jeden Fall, ja, wurde auf jeden Fall geupdatet. Bisschen extremer als aus dem Command-Video. Und jetzt also zeige ich euch die neuen Waffen, die dazugekommen sind, die komplett neu sind, die wir noch nicht kennen. Natürlich gibt es die ein oder anderen Schwerter wieder aus den Kits, wie wir es kennen. Zum Beispiel von unserem Yuzi-Kit, das Schwert, das hier auch schon einer irgendwo hat, genau hier. So, und jetzt haben wir auch nochmal die neuen zwei Schwerter plus eine neue Potion, die wir haben. Und die neue Potion wird gleich interessant, deswegen, da werde ich, glaube ich, gleich dann alle dazu aufbitten, mich zu knüppeln. Jetzt natürlich noch nicht. Aber ich wollte mal kurz zeigen hier die zwei neuen Schwerter. Das eine ist ein Hammer, das andere ist ein Speer oder so. Also sieht man nachher ein Speer aus. Und was sie können, ist folgendermaßen. Nämlich, ich kann damit Damage machen. Und ja, wer hat gedacht, ich mache damit Damage. Und wir sehen hier schon, wenn ich hier drauf, spieße oder drauf zuhaue, dann haben wir einen Cooldown. Wir sehen gerade, der funktioniert lustigerweise irgendwie doch anscheinend irgendwie, obwohl ich ihn PvP ausgemacht habe. Also, wir sehen auf jeden Fall hier, das Teil macht auf jeden Fall guten Damage. Und manchmal auch so ein, ich schätze mal, so eine Multi-Attack, wie es aussieht. Und das gleich mit dem Hammer. Nur der ist halt wirklich sehr, naja, langsam. Deswegen ist er nicht so geil. Aber wir gucken mal kurz. Wir gucken mal kurz bei einer Person, wie viel Damage die macht. Zum Beispiel, wir haben hier Elite Cheese. Wir werden jetzt auch kurz Elite Cheese einmal mit dem Speer anstechen. Oh. So wie es aussieht, habe ich gerade an einen Elite Cheese anscheinend einen Speer und eine Combo reingedrückt. Das heißt, dieses Teil hat anscheinend eine Combo und halt einen Speer. So, und wir haben jetzt hier den Kev Dodo. Und wir mal kurz gucken, dass er nicht diesen Combo wieder ausführt. Das heißt, wir gucken mal kurz. Ja, okay. 75 Schaden pro ein Hit. Das ist schon krass, muss ich sagen. Dafür, dass man halt, wie gesagt, noch nichts hier gelevelt hat. Das heißt, wir haben einmal kurz hier Damage komplett hochleveln. Das heißt, ich brauche nochmal ein Versuchsobjekt. Nehmen wir kurz hier den Micking. Mal kurz stehen bleiben, Micking. Ich werde versuchen, mal kurz einzustechen. So, wir gucken mal kurz. Wir stechen mal kurz nochmal drauf ein. Okay, 101 Damage. Also, das ist auf jeden Fall schon, wenn man gut ist, eine One-Hit-Waffe. Jetzt bräuchte ich mal kurz einen von den Gegnern, der. Ja, komm, nehmen wir hier Dings. Coolman, der hat gerade eine Lederrüstung. Coolman steht mal kurz davor. Damit man kurz testen kann, wie viel Schaden ich mit Lederrüstung bei dir mache. Mit, ja, Full Damage. Okay, das war, glaube ich, 23 plus 60 durch die Combo gerade. Wir testen es nochmal aus.
69, okay, also 69 Schaden mache ich auf jeden Fall mit Lederrüstung. Dann rüsten wir auf, wir nehmen mal hier Rockpad, der hat ja hier eine tolle Eisenrüstung. Das heißt, den wir kurz auch mal hier kurz testen. Der macht dann 36 Schaden nur, der Speer. Okay, auf jeden Fall interessant, das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das im Nachhinein aussieht. Wir gucken mal kurz, 3 zu 1 und... Oh, okay, also 33 Schaden plus paar Tote. Oh, 21, okay. Ja, aber die ist schon... Ja, schon schnell. Also wenn man da gut gelevelt hat, dann kann man hier schon vieles auseinandernehmen auf jeden Fall, sehen wir hier gerade. Oh, der ist weg. Also echt interessant auf jeden Fall, diese Waffe. Und dann würden wir noch kurz mal den Hammer ausprobieren. Oh, nur 67 Schaden anscheinend. Und das heißt, Two-Hit ist damit ohne Rüstung plus Full-Equipment hier an Strength weg. Wir wollten mal kurz einen, der ein bisschen Rüstung hätte. Zum Beispiel hier, komm kurz runter. Der Dodo Leon, der kriegt nur 24 Schaden dazu und braucht, glaube ich, dann ungefähr 3 Hits. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, auf jeden Fall ist das hier nicht so geil, aber das ist schon sehr geil. Man kann einfach den hier machen. Zack. Einfach eine One-Hit-Waffe, so gesehen, wie man es sehen will. Das ist schon was Geiles. Ist schon was echt Geiles. Zack. Ja, also das ist schon krass. Also, das ist schon echt krass. Also, das ist schon eine echt coole Waffe. By the way, sehen wir auch noch ein paar Drops hier schon auf der Karte, die nur aus Lucky Blocken kommen können. Zum Beispiel, da hinten haben wir einen, ja, ich nenne es mal Pinguin-Drop. Das heißt, es wird so eine Pinguin-Bridge nach oben gebaut. Auch sehr interessant, halt schon mal auch ein bisschen anders. Also, ich schätze mal, wird das immer auf dem Mittelpunkt der Karte halt geforst. Und wir haben noch hier hinten, haben wir auch noch was. Nämlich so ein, ja, ich nenne es mal Materialhaufen oder so, aus verschiedenen Blöcken. Wie gesagt, kommt auch noch aus dem Lucky Block. Auch auf jeden Fall interessant zu sehen. Da sehen wir auch, hier haben wir eigentlich dann hier auch die Glasblöcke oder diese anderen Blöcke, die wir halt in Bedwars haben, als, ja, abbaubaren Rohstoff sogar gesehen in Public Lobbies. Kein Plan, warum man diese Blöcke brauchte, aber man hat sie auf jeden Fall hier in Bedwars. So, und bevor wir gucken, was und welcher Block uns was gibt, werden wir jetzt mal kurz das ultimative Knüppel machen. Das heißt, einmal kurz alle bitte in der Mitte versammeln, weil dann werde ich jetzt hier diese Fortnite Potion wieder ziehen, diese Shield Potion. Die müssen eigentlich schon ein bisschen länger im Spiel drin sein, weil in der Lobby war ich auch gesehen, dass ein oder die anderen paar Leute aus der Team EGGG-Gruppe, wo die noch diese Items gespawnt haben in der Lobby, das schon hatten. Und da war ich auch schon mega impressed von. Aber wir sehen auf jeden Fall, wie das hier funktioniert. Wir werden es mal kurz hier das einmal kurz loslassen. Und wir machen mal kurz an und jetzt mal gucken wir. Okay, interessant. Anscheinend, wenn ich Schaden bekomme, kann ich das Shield nicht benutzen. Aber was bringt das denn eigentlich jetzt? Ah. Ah, okay. Ach so. Okay. Also, wir sehen hier gerade, das ist eigentlich eine Banane, so gesehen. Nur als mobile Version. Das heißt, wenn ich nicht durchgehend hier irgendwie gerade bombardiert werde von Leuten, dann könnte ich zum Beispiel diese Potion auch mal nehmen. Aber wir sehen gerade, ich werde hier durchgehend angegriffen. Das heißt, ich kann diese Potion während eines Kampfs nicht auf jeden Fall essen. So, wir haben jetzt mal kurz hier einen Haufen gebildet. Und ich zeige mal kurz, was das Lustige daran ist. Wie gesagt, man kann einfach hier, zack, die Leute einfach aus dem Weg knocken. Das ist schon geil. Aber ich schätze mal, Projektile von Weitem können mich halt doch Schaden machen oder so. Okay, Roton schießt mal kurz mit auf mich. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, anscheinend kommt es noch durch. Das heißt, anscheinend gegen Projektil. Ja, okay, doch. Da kommt anscheinend ein bisschen alles durch. Es ist anscheinend nur so ein Spieler-Knock-Schutz. Also kein richtiges Force-Field eigentlich, wenn man es so sieht. Kann man nehmen, wenn man will, ob es vielleicht zu OP ist oder nicht. Aber ich finde auf jeden Fall dieses Wegkicken richtig lustig auf eine Art. So, und dann haben wir noch ein Item vergessen, fällt mir gerade ein. Das sind die Jump-Boots. Die sind jetzt nicht sonderlich krass oder so. Aber wir holen sie auch trotzdem rein. Deswegen einmal hier Jump-Boots. Aber gut, glaube ich, heißt es nicht. Okay, das heißt doch Boots. Also hier ist anscheinend doch die Mehrzahl wieder. Und dann sehen wir schon, dann können wir mit diesen Jump Boots hier auf jeden Fall, ja, schon krass weit hüpfen, also in die Höhe. Ob es jetzt so nötig ist, ist die Frage. Aber sieht auf jeden Fall hier am Start. Man kann da schon, glaube ich, doch schon mit ein paar Ebenen schon gut skippen. Das heißt, wenn wir gucken hier, zack, geht das? Oh, ja, das geht sogar gerade so eben noch. Also sieht auf jeden Fall, es funktioniert. Und damit kann man auf jeden Fall hier Jump Boost Action halt haben. Ich meine, das ist ja ein Doppelsprung. Genau, das ist so eine Art, wie so ein Dodo, müsste ich vorstellen. Das ist wie so ein Dodo. Das heißt, man kann einfach hier hoch, zack. So, wieder weiter hier hoch. Zack, und einmal kurz hier hoch, Jump and Runnen. Gucken, wo geht's denn hier weiter hoch? Oh, das ist ein bisschen schwer. Aber ich glaube, nee, okay, nee. Da kommen wir nicht hoch. Aber ich glaub, ihr versteht das Prinzip von diesen Jump Boots hier. So, wir haben jetzt hier ganz viele, ja, Lucky Blöcke am Start, wie wir schon sehen. Und wenn jetzt einmal kurz hier uns die Lucky Blöcke, ja, aufmachen, mal gucken, was wir daraus bekommen auf jeden Fall. Das heißt, aus dem Gelben, was wir daraus bekommen und was wir sonst bekommen. Und wir sehen auch schon bei so speziellen Sachen, da bekommen wir auch seit neuestem jetzt hier so coole Effekte auch noch dazu. Das heißt, wenn was tatsächlich wieder rauskommen sollte, wie das TNT zum Beispiel, kommt da so ein Sparkle-Ding. Und dann sehen wir schon, dann gibt es ein fettes Loch im Boden. Oder zum Beispiel auch hier, dass dieser Pinguin, wie ich meinte, dass sich irgendwie der random oder so einen Weg nach oben sucht oder so. Spezielle Sachen zum Beispiel auch, wie der goldene Bow. Der bekommt natürlich auch sein eigenes Ding. Und wir haben jetzt gerade hier ein bisschen Fett eingebaut. Uiuiui. Und wir sehen auch hier zum Beispiel, hier ist das Frost Sword, ne?
Das ist auch noch. Und diese Bude, die ich hier meinte, die man noch bekommen kann hier. Ah da, seht ihr? Auch ein Shield bekommen. Also ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr paar neue Sachen dazu kommen. Auch neue Strukturen. Und bis jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall hier den Stein. Ich habe mir gerade aufgefallen, das ist mir gerade vorhin vergessen. Es gibt noch einen extra Stein, der so funktioniert wie eine Missile. Aber ich glaube, der ist halt schon ein bisschen selten zu bekommen hier aus dem Lucky Drop hier. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir den bekommen oder sehen werden. Ah, hier, er hat den, warte, der auf dem Dodo. Ah, der Coolman Dodo, das ist der neue, ja, Missile-Launcher-Teilstein. Ich schätze, das ist so wie ein normaler Stein, halt wesentlich gezielter halt nur. Das heißt, wenn man halt dann auch irgendwo aufprallt, dass dann eine fette Explosion kommt und dann das Teil einen wegfetzt, wie mit dem normalen Stein halt. Aber das, glaube ich, sind auch die einzigsten neuen Sachen, die wir jetzt so gesehen haben, abgesehen von den neuen Items, die, oder das heißt, die Items, die wir schon kennen, die dazukommen, sind wieder. Deswegen werden wir jetzt noch kurz auf jeden Fall hier ein paar super lucky Blöcke öffnen, diese Purple Teilen halt, und gucken, was wir bekommen. Oh, da war sogar jetzt ein, ja, diamantförmiger TP. Oh, hier ist das, was ist das für ein Sword? Ah, hier. Hier ist das Dao von Yuzi in der Diamantversion auf jeden Fall, was wir bekommen können. Wir sehen schon, haben wir auch hier Banane bekommen, sind wir auch schon, die haben wir auch schon bekommen, zack, schmeißen wir da hin. Und da ist eine, oh, interessant, hier ist eine Ente einfach, aber ohne Rüstung und ohne Schwert. Auch sehr interessant. Ein Scary Duck auf jeden Fall. Ist es das Böses dann oder was ist es dann, wenn es ein Scary Duck ist? So, wir öffnen mal kurz noch hier einen weiteren Block. Ach, mal, da bin ich. In einem blauen Funkeln. Hier haben wir nur auch mal mich selber. Okay, ich mach mal kurz hier ein paar mehr hin. Dann können die anderen auch mal kurz öffnen. Was wir so bekommen. Aber es sieht mir aus wie. Ah, ist okay. Jetzt habe ich noch eine Force Speed Potion bekommen. Eine Force Speed Potion bekommen wir anscheinend auch nur aus denen raus. Das heißt, wir können auch hier unsere eigenen Teammates anscheinend wegschleudern. Auch sehr cool. So, was haben wir hier wieder raus? Kommen wir noch was Spezielles, was wir noch nicht gesehen haben, was eventuell neu ist aus den Blöcken. Aber ich glaube nicht. Ein Black Hole, das kennen wir schon. Den Shopkeeper oder den Shop, den mobilen Shop kennen wir auch schon. Also anscheinend ist das jetzt nicht, ja, zu viel Neues, aber auf jeden Fall interessant viel. Ah ja, genau, den Hammer. Die Hammer-Sachen, die schon bekommen wir anscheinend aus, auch hier nur aus den neuen Blöcken raus. Ui, wo mir wegtippet, auch geil. Ja, wir sehen auch hier schon wieder dir der Hammer. Also der Hammer muss anscheinend sehr, jetzt auch oft sein. Und hier ist auch ein Red Bad, null. Der muss anscheinend sehr, ja, oft schon da sein. Das ist nochmal das Dao. Und da haben wir nochmal eine Force Field Potion. Also anscheinend bekommt man auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen. Wir sehen schon, wie es hier aussieht. Sieht auf jeden Fall aus wie ein, ja, ganz vieles Gemetzel. Und wie gesagt, Strukturen können jetzt auch spawnen. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Aber ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr richtige Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst mal ein Abo auf diesem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr nichts weiteres von Bed Wars auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein, Leute, und ciao!